Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge in Minecraft Hackett live zusammen mit Futur, zu Markus und hallo. Hallo. Ja, ich muss noch mal ein paar von diesen netten Kabels bauen. Diamantos haben wir nur noch 9 Stück, das ist uncool. Silver haben wir dank mir jetzt 800. Ja gut, das reicht ja weiter. Und Glas haben wir 900. Kannst du aber brennen, ich habe jetzt gerade ein komplettes Inventar voll reingesteckt. So, jetzt haben wir keine Diamanten mehr übrigens. Ja, macht ja nichts. Müssen wir halt farmen gehen. Ist ja kein Problem. Wer macht der Futur? Bei nächster Aufnahme oder so. Mach jetzt erst den Weg hier fertig. Jo, ich gehe da mal wieder hier. Unser schönes Anschlusssystem für unsere Solar Panels überarbeiten. Am besten wollte ich mir auch noch meinen Energiespeicher dann, ne? Ich, wenn du es mit dem Hauptsystem verbindest, müsste die Energiespeicher, das sind ja 2 MFEs. Nein, ja, MFE nur. Aber hau mal rein, da gucken, sehen wir ja, wie weit das ja, ist. Ja, ich lege jetzt das Kabel noch hier hoch und dann müssen wir jetzt schlafen gehen. Ja, kann man warten bis am nächsten Morgen. Ich bin jetzt so weit weg wieder. Die Kühe, Alter. Ja, du kannst, musst mal schlachten ab und zu, also kannst du dich gerne, lass halt ein paar leben, 4, 5, 6. Eine gerade Anzahl am besten. Ich habe eben wieder Getreide ins System, deswegen vermehren die sich. So, dann muss ich die Panels holen und dann hier aufs Dach setzen. Ja, aber alles Dach, also machst du die Dinger weg am besten. Was? Alles Dach, die verwenden die Paneelen, also dass sie so eingebaut sind. 2 Holzblöcke wegmachen, die dann als Dach nehmen, als Giebel. Die Solar Panels, habe ich gedacht. Dass man die nicht oben drauf stellt, sondern dass die im Dach verbaut sind. Also im Dach integriert. Also es geht entweder so, dass man sie gar nicht sieht oder dass man sie als halben Block drüber sieht. Die 2 Möglichkeiten. So, dass man sie halt als halben Block drüber sieht nur. Ja, eben. Aber nicht oben drauf. Achso, okay. Nicht, dass man einen ganzen Block drüber stellt. Ja, wenn dann 1,5 Blöcke. Ja, oder das wollte ich auch. Ist auch blöd. Alter, wie groß ist das Loch? Also ist ein Ding drunter. Super. Eine Höhle. So, dann setzen wir das mal hier hin. Dem. Nein. Kann man Fleisch braten? Geht nicht. Doch. Doch. Ich kann so braten. Ofen. Ganz rechte Maschine. Da ist ein Schalter. Ja, du sollst nicht den Schalter anklicken, sondern die Maschine. Jetzt alles extrem andere Maschinen halt so verbessert. Wo geht es jetzt hin? Achso, System. Okay. Also du nimmst es sofort wieder raus, wenn du es schaffst. Das geht ziemlich schnell, der braucht ja, 4 Sekunde, um es rauszunehmen ungefähr. Oh, scheiß Creeper. Ah, oh, Kupfer. Also nachts ist hier echt scheiße zu bauen. Ja, dann komm mal, wir müssen jetzt ja dann... Also soll ich jetzt ja dann noch irgendeine Speichereinheit für die Dinger bauen? Ich würde erstmal abwarten, wie schnell die sich füllen. Ja, die sind ziemlich... Ja, da muss ich, warte, jetzt muss ich überlegen, wo geht die Leitung hin? Die Leitung ist aktuell aber nicht so angeschlossen, dass die MFEs sich füllen können, ne? Das ist ja schon klar. Aber wenn du es ans Hauptsystem... Man darf sie nicht kurz schließen. Nö, das macht ja Peng. Nein, dann macht's nicht Peng, aber der Server spackt. Okay. Das heißt, ich brauche eine neue Energiespeicherung oben. Oder ich muss eine von unseren Geothermal wegbauen. Die 2 Möglichkeiten gibt's. Und da denke ich, wäre es geschickter, neue MFEs zu bauen, oder? Ja, aber wir haben keinen Diamanten mehr. Stimmt, dafür braucht man 4 Stück. Ja. Ja, dann muss ich doch eine wegbauen. Und Juju Meta haben wir auch nicht. Für neue Diamanten. Ja, zumindest nicht viele, wenn wir haben. Nein, gar keins. Markus hat doch eben alle verballert. Ja, wir haben wahrscheinlich schon wieder 1 oder 2. Ja, wir brauchen 9 für einen Diamanten. Echt jetzt? Ja. Wir haben voll die Verschwendung. Wieso? Bevor wir Diamanten suchen müssen? Oder du gehst ganz runter, machst Strip Mining mit dem Diamant und mit dem Labpack und dann bist du auch gleich durch.
Ja, stimmt. 9 Stück, Alter. Das ist voll die Verarsche. Ja, nee, ich baue einfach einen von den... 2 ab. Ja, das kannst du auch machen. Nichts machen. Ah, die eine MFE füllt sich gerade sogar. Das ist schon ewig viel Energie, was sich die Thermalgeneratoren da raushauen. Bau es so, dass er von beiden geladen werden kann. Was? Ja, ist es doch. Nein, das ist von Solar und Thermal noch. Hä? Das ist, welche? Ich darf die nicht kurz schließen. Also wenn ich von einem Ausgang von einem Energiespeicher irgendwie wieder zum Eingang zum selben Energiespeicher komme, kann es passieren, dass uns der Server abstürzt. Achso, das ist blöd, das sollte nicht sein. Zumindest nicht in der Aufnahme. Es sollte überhaupt nicht sein, weil dann können wir den Server auch nicht mehr starten, wenn es blöd läuft. Achso, das ist noch blöder. Das ist ungefähr eine 30%ige Chance, dass das der Fall ist. Oder 20%ige. Daran sind schon viele Projekte gestorben, weil irgendjemand was kurz geschlossen hat. Dann macht das am besten nicht. Ja, sondern ich baue das jetzt da in die Decke. Ich vertraue dir, dass es richtig anschließt. Besser als wenn das Markus machen würde. Dann wird es explodieren. Alter, die laden sich mega schnell auf. Also brauchen wir noch eine zweite Messfabrikette. Der läuft ja gerade, ne? Ja, ja. Ja, klar. Die MFE läuft sich voll. Also die hier. Und die hier bringt den Strom auch zu dem drüben. Ins Haus. Ja. Und der Verlust bei Diamantpipes ist ja quasi null. Bei den Class Fiber. Ja. Die ist jetzt ja schon fast 10% voll. Also haben wir jetzt kein Energieproblem mehr. Richtig. Aber wir bauen noch ein paar MS-Fabricators, dann haben wir wieder Energieprobleme. Wir kriegen die Energie schon verbraucht, keine Sorge. Ja, ich glaube, das ist immer relativ gut. In Energieverschwendung haben wir bestimmt eine 1. Nein, jetzt habe ich das da runtergeworfen. Nein. Nein. Markus, du musst am besten bei der Mühle im Erdgeschoss mal so einen Mahlstein noch. Was? Designen, weil ich muss jetzt in der Mitte so ein Dings bauen, damit man das Kabel nicht sieht. Und tu also eine Achse sozusagen. Ja, genau. Da wäre cool, wenn dann im Erdgeschoss unten quasi so ein Mahlstein wäre. Ja, machen wir geschnittenen Blöcken. Ja, eben. Oder das kann ich ja auch mal probieren, dass ich da wieder zaubern kann. So, also der Weg ist bereitet. Bereitet. Konnte man ja. Aus Oakwood Slabs nicht auch irgendwie... Nee, geht scheinbar nicht. Also wir sind unsere Werft und unser Atomkraftwerk verbunden mit der Burg. Wegtechnisch. Und unsere Bombenfarm arbeitet jetzt wieder auf Highspeed, das ist doch schön. Machen wir mal kurz das Loch hier zu in der Mitte. Genug Sand haben wir ja. So. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch Schilder und Licht und so, aber das machen wir alles mal in der nächsten Folge, wenn ich weiß, wie ich das Licht am besten verarbeite. Bearbeite. Mach Laternen draus. Ja, aber ich will die elektrisch angesteuert haben. Elektrische Laternen, dass sie im Dunkeln angehen. Laternen kann jeder bauen, ich will aber elektrische Laternen. Mit Sensoren, weißt du? Warum lade ich das eigentlich hier? Ich habe was auf dem Kopf, was mich auflädt. Also ich finde den Weg gut gebaut so. Warum ist da eigentlich mitten in der Luft ein Rift? War schon vorher länger so. Wieso auch immer, keine Ahnung. Aber so. Ich gehe mal lieber nicht durch. Nein, ich möchte nicht warten. Na, warum stirbt doch bitte? Na, ich meine, das ist Metall ist voll mit Sand. Das brauchen wir noch irgendwann. Kannst ja ohne Sand reingehen.
gesteppt, weil ich halt. Ich gehe mal noch in dieser Folge noch nach der Quarry gucken. Was die treibt. Ja, die müsste so langsam auch mal in niedrige Layer kommen, hoffe ich mal. Ja, die müsste fast durch sein, habe ich das Gefühl. Ich geh mal geschwind um. Glaube ich, kann täuschen. Ja, dann stellen wir letztes Mal, war sie noch 160.000 Blöcke von dem. Ich weiß nicht, wie viel die in der Stunde macht. Aber jetzt hat sie ja wieder maximale Energie, ne? Aber die Maschinen hierhin tun immer noch Sachen. Die tun Sachen? Sachen. Also die eine MFE ist lädt sich voll. Wo ist die andere MFE? Die ist jetzt hier in der Windmühle. Wir haben schon wieder 5 UU. Also die hier in der Windmühle ist bei 3,5... Ja, 360.000 von 600.000. Ja, die unten auch. Ah, die laden sich beide gerade ziemlich schnell auf. Ja, dann müssen wir wieder was bauen, dass wir es verballern können. Scheiße, ich weiß nicht, ob die Luft reicht. Also runterkommen wir. Es könnte auch sein, dass wir einfach zu wenig Output haben, ne? Dass wir die MFE mal auf eine MFSU upgraden und dann könnte es sein, dass jeder genug Output hat. Alter, ich komme nicht ganz runter, also das ist schon ziemlich weit unten. Arbeitet noch, oder? Ja, ich bohr mich mal seitlich in den Gang runter. Na, solange sie noch arbeitet, ist ja alles okay. Wann muss ich mich jetzt... Ah, perfekte Höhe. Wir sind jetzt bei Höhe 17. Ja. Höhe 17 hat sie erreicht. mal 64 mal 64. Ein bisschen was noch. Ah, da unten ist auch ein riesen Riss. Man noch aus, wenn man das Wasser mal wegmachen müssen. Alter, was wird das ja was spacken, wenn das Wasser weg ist. Bis das Wasser weg ist. Ja, das muss man halt mal nach einer Aufnahme machen. Ja. Markus seine Burg. Das sieht nicht mal so schlecht aus. Dschungeltempel. Ah, durch Chunkbugs sehe ich gerade, dass unter dem Jungle ein Minensystem ist. Das kannst du ja vielleicht irgendwie mit einbauen, also eine Verbindung darunter. Hm? Markus. Kannst du ja irgendwie markieren, wo der genau ist? Direkt unten drunter. Okay. Also die eine MFE ist voll. Die im Haus. Also wir haben nicht genug Output. Die hier kann ich nicht mehr anklicken. Ja, vielleicht müssen wir die MFE mal auf eine MFSU. Warte ja. Mal, MFE upgraden auf eine MFSU kostet Diamanten. Warte. Ja. Labrotron Crystals, also 6 Diamanten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auch ein bisschen was. Scheint aber nicht so, ne? Ja, 6 Diamanten und hierfür brauchst du glaube ich keine Diamanten, aber ja, Kompressor haben wir schon. Ja, 6 Diamanten. Ah, damit werden wir auch erstmal wieder beschäftigt. Ja, die mache ich in der nächsten Folge. Kannst du irgendwie, gibt es irgendwie eine Anzeige, wie viel Energie wir haben, so ein Display dafür? Kann man programmieren, ja. Hey, meins. Hm. Hinter dir liegt sie. Schau mal, soll ich das so bündig bauen? Ja, so ist okay. So die Ecken, oder soll ich die Ecken ein bisschen dicker bauen? Nee, so lassen. So sieht es richtig realistisch aus. So. Wie so eine, wirklich wo durchgehend ist. Da unten Stein hin, dann sieht es richtig cool aus. Wenn ich mit Holz baue, muss ich mir das nächste Mal vorher noch eine Motorsäge bauen. Das Abbauen kriegt auf, Alter. Und man verklickt sich so oft mit diesen Dingern.
Naja Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahme möchte ich dann mal den bisschen noch fertigstellen hier mit der Achse. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Jo. Jo. Dann ist Markus wieder dran. Jo, und bis dahin würde ich sagen, Servus und Ciao. Ciao. Ciao.